Ja, freut mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ich habe gedacht, nachdem ich Poulenc gehört habe, muss ich doch zwei, drei Sachen sagen, bevor ich mit meinem Stück beginne, denn sonst wirkt das etwas befremdlich. Eine kleine kurze Einführung. Ich werde die Sequenza von Berlioz singen, ein Klassiker für Stimme Solo, 1960 geschrieben für seine Frau Kathy Berbarian, die mit die wichtigste Sängerin, Interpretatorin, aber auch Komponistin war ihrer Zeit. Dieses Stück ist experimentell. In Europa teilt man die neue Musik in vor und nach 45, liegt nahe, lag ein Krieg, der ja auch die kulturelle Landschaft zerstört hat, also nicht nur so alle Menschen getötet hat und Häuser zerstört hat, sondern auch natürlich die Kultur zerstört hat. Und deswegen ist die Entwicklung in Europa ja eine ganz andere. Nach dem Krieg wurde wirklich von Null wieder aufgebaut und sehr experimentell. Und was Sie da jetzt hören werden, ist ein Stück von Berlioz, der viele Stücke sequenziell geschrieben hat für verschiedene Soloinstrumente, so auch für Geige oder Flöte, ein Solostück gespielt hat, ohne jede Begleitung. Und das wurde ja für Gesang bis dahin nie gemacht. Gesang, da ist immer Klavier dabei oder so. Also ein Solostück für Flöte kannte man ja schon von Debussy, die Syrinx, ganz berühmt. Aber für Gesang gab es das nicht. Und man fing also an, seit 58, 60 herum Stücke für Stimme Solo zu komponieren. Dieses Stück hat ein Gedicht zur Grundlage von Markus Kutter, das 9 Teile hat und das man in beliebiger Reihenfolge rezitieren kann. Es passt immer, wie ein Lego-Baukasten. Und Berlioz hat dieses Stück auch nochmal zerfetzt in einzelne Silben, kann man so sagen, und daraus einen inneren Monolog einer Frau gestaltet, das sehr dramatisch ist. Sie werden es merken, es ist sehr traurig, es ist sehr ekstatisch, es ist im hohen Maße expressiv. Allein die Ausdrücke für die seelischen Zustände sind gelistet in der Legende für das Stück. Es sind 45 verschiedene Psychozustände ungefähr, ja. Also ich kann es Ihnen zeigen in der Pause, wenn Sie es mal sehen wollen. Das ist auch so, in der neuen Musik ist die Legende länger als das Stück, ist man in der neuen E-Musik angekommen. Das heißt, man ist vor allen Dingen mit Lesen beschäftigt. Was steht da überhaupt? Und wenn man das dann kann, ist man schon sehr weit gekommen. Bei Mozart sieht man auf den ersten Blick, was da steht, aber das muss man dann trotzdem verdammt lange üben, bis es klingt, ja. Also, ich zeige Ihnen jetzt die Sequenza von Berlioz. Viel Vergnügen. Du kommst mit mir. Sing to me, sing to me, sing to me. Tommy, Tommy, Tommy. Oder wie vor Gott, wie vor Gott, oder kannst du dir unter für mich auch so. Ja, ja, ja. Du kannst mich nur für Gott, du kannst mich nur für Gott, du kannst mich nur für Along with some,
Hey.
schwer vorwärts. For a woman. Before. To build a house. Sing.